Die NSA filmt. Achtung, Spionage. Alle bitte schön hergucken in die Kamera, damit die NSA ihr Bild aufnehmen kann. In Köln am Rhein ist irgendwie immer Karneval. Doch er meint es ernst. Charlie Veach, Politclown und Provokateur aus London, findet seine Inspiration im Wahnsinn der Wirklichkeit. Freunde spionieren Freunde aus. Jeder verdächtigt jeden. Hier, Terroristen. Sie verfassen Terrorbotschaften vor der Kirche. Was ich mache, ist absurdes, anarchisches Theater. Doch es geht dabei um Fundamentales. Wir müssen für die Wahrheit eintreten, uns wehren gegen Propaganda, Denkverbote und Schwachsinn. London, Downing Street No. 10, Hochsicherheitszone. Charlie Veach macht wieder Ärger. Er fragt, stimmt es, dass Polizisten nicht dabei gefilmt werden dürfen, wenn sie Premier und Volk vor Terroristen schützen? Schalten Sie das bitte aus. Ich filme zu meinem Schutz. Wir machen eine kurze Sicherheitsüberprüfung. Damit Sie wissen, was ich hier mache, ja? Gemäß § 44 zur Terrorismusprävention. Erstens, die Polizeirichtlinien verbieten es nicht, Polizisten an einem öffentlichen Ort zu filmen. Das ist korrekt, aber so werde ich auf Sie aufmerksam. Ich durchsuche Ihre Tasche. Meine Tasche? Mit welchem Recht? Wie gesagt, nach den Gesetzen zur Terrorismusprävention. Der Dokumentarfilm über Charlie Veach ist voll real-satirischer Konfrontationen. Früher war Charlie Banker. In der Finanzkrise verlor er seinen Job. Seitdem hinterfragt er mit dem Megafon die Ordnung der Dinge. Verunsichert Publikum und Polizei. Kontrolle ist gut, aber Liebe ist besser. Charlie Veach ist die Liebespolizei. Die Videos von seinen Aktionen werden im Internet millionenfach angeklickt. Revolution macht man heute bei YouTube, solange die NSA nicht zuguckt. Er versucht nicht direkt die Welt zu verändern. Er ist sicherlich intelligent genug, um zu wissen, dass das nicht einfach mit einem Megafon zu machen ist. Aber dieser Denkanstoß, dieser kurze Moment, das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Moment für ihn. Sie haben nichts zu befürchten. Die britische Regierung hat alles unter Kontrolle. Die Regierungsmarionetten töten viele Terroristen für sie. Britische Straßen sind sicher, weil viele Terroristen von netten großen Bomben zerfetzt werden. Seine ironisch-sarkastischen Provokationen zielen auf ein Orwellsches London. Die Überwachungskameras sind überall. Veach spielt mit den Worthülsen, persifliert die Klischees im Krieg gegen den Terror. Angst vor Terroristen, Angst vor Al-Qaida, Angst vor Bombenanschlägen. Mit dieser Angst spielt der Staat und nutzt diese Angst natürlich, um seine Strategie der Überwachung auszubauen. Gegen Zensur, Sicherheitswahn, die Einschränkung der Freiheitsrechte propagiert er die Freude am Dasein. Charlie Veach und die Liebespolizei. Ziviler Ungehorsam macht Spaß. Wir sind frei geboren, leben frei und sterben frei. Wir dürfen Szenen machen, wir dürfen vor Freude schreien, wir dürfen klagen, weinen, andere Menschen lieben. Wir leben in einer Welt, in der die Angst wächst und wir vergessen, dass wir einzigartige Wesen sind. Es muss wieder Redefreiheit an Orten geben, denen man das Label privat verpasst hat. Jetzt kann die Polizei mich da verhaften, ich mein Recht auf Redefreiheit ausübe. Das muss sich ändern. Man muss für die Freiheit kämpfen. Das ist wie mit einem Muskel. Wenn du ihn nicht trainierst, verliert er seine Kraft. Gucci, Prada, Dolce & Gabbana. Das sind die neuen Priester der Konsumtempel. Kann ich Ihren Ausweis auch sehen? Sind wir nicht alle gleich vor dem Gesetz? Nicht immer spielt die Polizei mit. Bei der Protestaktion gegen den G20-Gipfel 2009 in Toronto wird Charlie Veach festgenommen. Der Kämpfer für Wahrheit, Ehrlichkeit und die Freiheit des Worts landet im Käfig. Aufgeben kommt nicht in Frage. Das System hebt Charlie Veach mit seinem Megafon nicht aus den Angeln. Aber, und davon erzählt dieser Film in schrägen Bildern, Fragen ist gut, Freiheit möglich. Wir müssen sie nur selber wollen. Damen und Herren von McDonald's, wir wollen Sie von der Konzernsklaverei befreien. Ziehen Sie Ihre Kappen aus und folgen Sie den Anarchisten. Sie sind jetzt frei.
Den Leuten gefällt natürlich das Spektakel. Aber wenn sie nur einen Moment darüber nachdenken, dann habe ich was geschafft. Lasst euch von Angela Merkel nicht täuschen. Sie liebt Barack Obama. Sie liebt Spionage. Was die beiden interessiert, ist Geld und Geschäfte.